Pitchfight beginnen. Sonst crash du das und ich crash dich, aber ich kann auch crashen, du crash mich. Ja, mal gucken, wer sich wieder versucht, in den Vordergrund zu dringen. Man munkelt, dass hier eine Hexe im Haus ist. Ich ahne Schlimmes. Sie hat's gesehen. Die Ahnen, die sehen teilweise aus wie mein dicker Zeh. Ich bin hier, um Liebe zu finden und nicht, um Freundinnen zu finden. Schneller, 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 schneller! Ich werde die verbal zerstören, Alter. Wenn so eine verfickte sorry auf gut Deutsch, mich hier von meinem Weg abbringen will, Alter, mit ihrem Voodoo-Scheiß. Hat dich geküsst? Ich will auch gar nicht diesen Kuss groß machen. Wie ihr mich kennengelernt habt, werde ich nicht sonderlich viel dazu sagen. Wenn wir zu Hause sind, kommt eh alles raus. Genau. Ich glaube nicht, dass sie mit dem bumsen wird. Die eine mal an. Die kannst du eigentlich direkt in so ein gewisses Applacement stecken. Also das ist für mich ein Stripper-Outfit. Wir sind uns schon mal über den Weg gelaufen. Echt? Ja. Irgendwann wäre die Bombe sowieso geplatzt. Ich kenne ihn halt schon. Du kennst ihn schon. Das macht man nicht. Ich hasse es, wenn Menschen mich anlügen. Wir wollen halt einfach wissen, wer die Wahrheit spricht, weißt du? Ich werde ab jetzt komplett mein Ding machen. Deswegen hassen sie uns auch, weil wir die Granaten hier drin sind. Ich fühle mich einfach komplett verarscht. Wenn man falsch ist und dumm zugleich, kommt das raus. Die Frage ist halt, wer dumm ist, ne? Ich hätte hässlich neben der Alten aussehen. Leute. Ja, ich weiß. Am Arsch. Am Arsch. Scheiße einfach auf die, die ist doch nicht hier. Die Hexenverbrennung beginnt, ich schwör auf alles. Es gibt einfach Idioten im Leben. Aber lern doch damit auszugehen. Ich glaube, es hakt. Diana, JJ und Linda sind für mich nicht ehrliche Personen.